An die Arbeit, los, Anna, an die Arbeit. An die Arbeit, Kollege Schnürschuh. Simone, aber kein RDM machen, oder? Nee, nee. Nein, will ich nicht. Das würden sie nie tun. Warum komme ich überhaupt nicht wieder raus? Sayeti, gucken Sie mal. Wow, oh mein Gott, danke. Wie finden Sie mein Dash? Die sind heftig. Freunde, da könntest du mal Fortnite Zahnseide machen. Das war krass. Jo, Freunde, was geht ab? Wir spielen ein bisschen RP. Absolute Stille, absolut krass. Nicht wundern. Hallo, sind Sie hier da? Ja, okay, warte mal. Ich gebe Ihnen den Stier für die gute Arbeit, weil sie sitzen einfach nur rum. Das finde ich gut. Also hier, aufmerksam, alles gemacht. Ist gut. Ja. Ey, Katie. Katie, ey, komm mal her. Du sprichst meinen Namen falsch aus, ich komm nicht mit. Jo, Freunde, was geht ab? Ja, ich würde gerne eine Waffe haben. Ja. Oh, das ist von ganzem Mann, danke. Jetzt kann ich nicht. Ey, Schwanz jetzt für sie. Hallo. Schwanz jetzt für sie. Hallo. Nein, hallo, sie. Zeit, ey. Ey, ich bin jetzt hier, ihr Fanboy-Schutz wurde mir zugeteilt. Okay, das ist gut. Nein. Freunde, was geht ab? Hau ab, Alter. Sayeti, was habt ihr auf dem Start hier vor? Ich möchte RP spielen. Könnt ihr alle bitte hier. Wir müssen ein bisschen überflutet. Ja, eben, hab ich auch zu mir. Also ich arbeite gerade. Ich muss kurz hier einen kleinen Check machen hier, weil wir wissen ja nicht, ob hier welche Drogen hier sind, ne? Also es kann natürlich sein, dass ihr von denen so eine Arbeit konsumiert. Aber steckt jetzt schnell. Die haben anscheinend keine Drogen, das ist gut. Sie machen gute Arbeit. Das gibt einen Stier. Ich überwache hier, ne, damit sie hier Arbeit gut machen. Guck mal, er steht in der Ecke und tut nichts. Ich finde das gut. Mr. Seitli, können Sie bitte Ihre Waffe runter machen? Das stört ein bisschen mit der Waffe. Also, aber okay, alles klar. Ja, alles klar. Können Sie sich bitte hinsetzen, bitte? Das geht gar nicht, ne? Einfach so auf der Arbeit, bitte einfach sich so irgendwo hinzustellen, ne? Wer hat sich das erlaubt? Frage ich mich jetzt ehrlich gesagt. Bitte setzen Sie sich hin. K-E-I-T? Ja? Darf ich eine Waffe haben? Weil ich habe die noch von Anfang. Alles gut, ist mir sowas von egal. Hauptsache, du arbeitest auf... Das ist sehr gut. Du machst einen sehr guten Job. Dafür gibt es einen Stier, weil du gut arbeitest, weißt du? Du hast gut gearbeitet. Das wird eingetragen in unserem Arbeitsbuch. Im Arbeitsbuch, wenn du dann 10 Punkte hast in einem Monat, dann kriegst du ein Mac-Menü oder vielleicht ein Lolli. Wer weiß. Ja. Entschuldigung, macht euch eure Arbeit doch gut? So. Ich mache hier geisteskrankes, geiles RP, glaube ich. Aber richtig geisteskrankes. Oh, geisteskrank? So. Geistesgestört! Ja! Ja! Okay, das ist gut. Was ist denn das? Das ist keine RP? Das ist hier keine RP, was du hier machst, ne? Das weißt du hoffentlich. Du kriegst jetzt einen Strich im Arbeitsbuch eingetragen. Ne, weil du halt nicht arbeitest, ne? Das weißt du hoffentlich. Das geht so gar nicht. Ich hoffe, du weißt das. Ich hoffe, du wirst dich jetzt dran halten, ne? 3 Striche und es gibt einen Elternanruf. Ja, deine Eltern werden angerufen, ja? Willst du das riskieren? Okay, besser ist das. Also arbeite. 2000 Jahre später. So, Freunde, seid ihr auch alle am Arbeiten? Das ist gut. Wenn ihr es nicht wärt, dann wärt ihr tot, lol. Ich wähle die AfD. Was? Sie wählen was? Ich gehe meinen Weg in Deutschland. Also, ne, dass die sowas machen, geht gar nicht. Haben Sie gehört, was er gesagt hat? Das ist eigentlich geil so. Okay. Weird. Seid ihr? Über sie kam jetzt eine Beschwerde, ne? Dafür kommt, dafür gibt es ein Vorhof. Was hab ich getan? Vorhof. Was hab ich getan? Das ist so ehrlich jetzt. Du hast die Dame belästigt, hast du gesagt. Du hast das Gedenken, machen wir 2 Minuten. Also, um ehrlich zu sein, ich kann dich nicht für 5 Minuten packen, weil ich weiß nicht, ob du es wirklich warst. Ich muss mich jetzt erforschen. Wo meine Grenzen sind. Aber Entschuldigung, ich habe eigentlich nur gesagt, dass die nicht gearbeitet hat. Und das stimmt ja auch. Und dann habe ich die zurückgeschickt und habe dann gesagt, können Sie sich bitte hinsetzen, bitte? Das geht gar nicht, ne? Was auf der Arbeit, bitte einfach sich so irgendwo hinzustellen, ne? Wer hat sich das erlaubt? Frage ich mich jetzt ehrlich gesagt. Bitte setzen Sie sich hin. Mir wurde gesagt, dass du gesagt hast, Hände hoch und so, was weiß ich, ne? Ich würde überhaupt vor. Geh mal in Urlaub. Ich werde mal klären. Okay, alles klar. Okay, 2 Minuten, alles klar. Die besten 2 Minuten meines Lebens. Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Ich spiele ein bisschen Clash Royale. In der Zwischenzeit, wo ich dann Clash Royale spielen bin, würde es mich freuen, wenn ihr dieses Video liken würdet. Hallo? Ja, hallo? Also warten Sie, jetzt müssen wir wissen, was Sie dazu gesagt haben. Was haben Sie ihr gesagt? Okay, bald wird freigesprochen. Aufmachen. Okay, alles klar. Kann ich noch weiter Clash Royale spielen? Sie sind im Dienst. Vorher haben Sie ein Handy. Das nehme ich Ihnen jetzt mal weg. Oh nein. Es ist ja jetzt weg. Nein.
Können Sie bitte damit aufhören? Entschuldigung, ich melde das jetzt gleich. Sie wollen die AfD wählen, ja, und dazu noch machen Sie die ganze Zeit Kacke. Das geht gar nicht, wirklich. Das gibt einen Strich im Arbeitsbuch, das wissen Sie auch nicht, ne? Ich muss ehrlich zugeben, das ist kein geisteskrankes RP, muss ich ehrlich zugeben. Ja, das ist schon echt sehr peinlich, das ist schon echt sehr peinlich. Es spawnen richtig viele Waffen, ohne Erlaubnis, ne? Die Leute beschweren sich hier. Ey, das geht gar nicht. Entschuldigung, Sie arbeiten verflixt und zugenäht, bitte. Sie stehen hier am Tor, an der Tür, lol. Und das geht gar nicht. Mit einem Auge zu, lass ich nochmal durchgehen, ja? Das geht aber gar nicht. Kollege Schnürschuh. Da wir einen Fehler gemacht haben und Sie falsch in Urhaft gesteckt haben, haben ich und mein Assistent entschieden, Ihnen eine Promotion zu geben. Yay, ich nehme das Herzensdank, also so an. Danke. Und jetzt drücken. Oh mein Gott, ich bin jetzt Polizeimeister. Ich muss jetzt nur noch eintragen. GG! Wenn ihr weitere Videos dieser Art sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Ihr könnt natürlich meine anderen Social Media Kanäle auschecken. Bis dahin, ciao.